Welcome back to another German Food Review, and it's O2 time. O2. Active. Peach. Oh, there's grapefruit in it. Okay, paradise. Grapefruit paradise, whatever that means. Adelholzener. Okay. Yeah. Peach. I only saw peach, but now I see grapefruit, and I'm not really a huge fan of grapefruit stuff. I hope it's not bitter. I don't think it is bitter. What are the calories? 14 per 100 milliliter. All right, 3.3% of sugar. And there's oxygen in it. Not a lot. Okay, and sweetener, like cyclamate or whatever the translation might be. And of course water, you can see it. Here's the water. And it should taste like peach and grapefruit. Oh, why is the grapefruit in it? Whatever. 750 milliliter, 25 cent extra. Price, 1.10 in Rewe. Here it is. 1.10 active. They call it grape, not peach. That's strange, because the peach is much larger than grapefruit. Whatever. Very nice color here. This one really pops. You can see it from a distance. Let's open it. Is it sealed? I don't think it's sealed. You can't really. Okay. No, it's not. You can see. And what kind of mechanism is that? Oh, there it is. Huh. Yeah, isn't it test? It smells like peach. All right, you can see the oxygen. All right, let's get it out. Dripped. Yeah, now it looks like some kind of what the hell? What is that? Please go back. Okay, now it's gone. Yeah, it looked like some alcoholic stuff, right? Bitter stuff. Now it's clear again. Sniff test. Smells peachy. Like peach. Not like grapefruit at all. Okay, good sign. I hope it tastes like peach and not like grapefruit. Post. Definitely tastes like peach and not like grapefruit. That's good. Prost. It's very sweet. Yeah, sweetener. It's really sweet. Could be a little less sweetness, but yeah, maybe you want something really sweet with low calories. That's for you here. And if you're into peach, like peach flavor, it's just peach flavor actually, then this here's for you. And it's a strong flavor, right, compared to the Volvic one. Post. Yeah, grapefruit, it doesn't taste like grapefruit at all. It's just peach. It's not bitter, it's really sweet and peachy. I like peach flavor. Post. Yeah, if you suck the air out the bottle, it takes a while to get it into the correct shape again. That is weird. Really strange. Okay, I guess we have to open it like that. Yeah, no. Okay. Yeah, whatever. It's nice. It's not carbonated, of course. There's oxygen in it, but it's not carbonated. So it's not a problem to empty such a bottle here. It's a very light drink. Prost. Very sweet peach flavor, almost like iced tea. Peach. Yeah, almost. It's not the same. Post. Thumbs up for Adelholzener. Oh, Bavarian stuff. Alright, it must be good. Bavarian stuff is always good, right? Thanks for watching. I continue in German. So. Ihr seht es hier schon, die Flasche probiert sich wieder in ihre Ausgangsform zu bringen. Sehr schwierige Arbeit hier. Ja,
Das passiert, wenn man aus der Flasche trinkt. Ihr trinkt natürlich nicht aus der Flasche, denn ihr seid anständige Personen. So, was gibt es? Es gibt Peach. O2 Active Peach. Das hier habe ich im Laden gar nicht gesehen. Grapefruit Paradise. Den hätte ich auch, glaube ich, gar nicht genommen. Aber zum Glück habe ich doch genommen. Denn da steht er nur so drauf, glaube ich. Schmeckt nicht nach Grapefruit. Das sage ich schon mal. Und es ist neu. Ich wollte schon End sagen. Okay, das darf ich natürlich nicht im Deutschen teilen. Mit dem extra an Sauerstoff. Ja, was auch immer. Ich meine, es da drin stört nicht. Sieht cool aus. Kostet mehr. Okay, was ist der Preis? 1,09 €. Und die nennen das hier Grape. Ja, die sollten das mal lieber hoch Peach nennen. 1,10 €. Okay. Was gibt's noch? Da sind Süßstoffe drin. So, wenn ihr das nicht mögt, dann ist das nichts für euch. Und 0,004% Sauerstoff. Sauerstoff natürlich. Natürlich ist Aroma, Süßungsmittel, ja. 14 Kalorien, so das ist relativ wenig, aber ist natürlich nicht super wenig, aber schon weniger als andere Sachen. Und da steht Pfirsich und Grapefruit-Geschmack. Ja, das würde mich abschrecken, denn ich bin nicht so ein Freund von Grapefruit. Pfirsich allerdings ist nice. Schön nach Pfirsich. Okay, ist hier noch mehr drauf? Ah ja, es kommt aus Bayern. Wo war denn das hier? Seht ihr das? Oh, da ist der ganze Sauerstoff im Weg. Bitte fokussieren. Bayerischen Alpen. Okay. Ah, das Mineralwasser. Kommt die Firma aus Bayern? Bestimmt, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ja, bestimmt. Ist das hier in Bayern? Siegsdorf. Okay. Ja, 25 Cent, 0,75 Liter. Okay, ist auch größer als andere, glaube ich. Andere sind meistens nur 0,5 und die kosten dann so 89 Cent oder so. Aber es gibt natürlich auch noch günstigere Varianten, aber da ist dann kein Sauerstoff drin. Wie auch immer, ihr müsst das nicht aufmachen. Ich zeige es euch trotzdem. Das ist nicht verschlossen. Das Ding. So, ihr müsst einfach nur diesen Mechanismus hier aufmachen. Und diese Farbe hier sticht sofort ins Auge. Ich denke mal, das ist mit Absicht so gemacht. Sieht irgendwie sehr knackig aus, die Farbe hier. Ja, werden wir mal eingießen. Here we go. Hier seht ihr schon. Sauerstoff. Sieht aus wie so ein alkoholisches Getränk, das bitter ist. Aber jetzt verschwindet es schon. Ja, und es ist ziemlich schwierig, die Flasche wieder gerade zu machen hier. Und deshalb muss ich die wahrscheinlich mal öffnen. So kann man ihr helfen. Hat man wieder eine schöne Flasche. Okay. Jetzt haben wir mal kosten. Hier seht ihr das. Wie schnuppert es eigentlich? Nach Pfirsich. Schön nach Pfirsich. Ja, es riecht überhaupt nicht nach Grapefruit oder so. Das hier mein Finger. Blub, 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 blub. Alright, Prost. Ja, wie schmeckt es? Es ist erstmal sehr süß. Also das Ding ist schon wirklich sehr süß. Wenn ihr was wirklich Schönes, Süßes haben wollt, das hier ist sehr süß. Könnte für mich wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, aber es schmeckt schön stark nach Pfirsich. Ich vergleiche es jetzt mal mit dem Volvic Apfel. Der war sehr leicht. Nur so ein leichter Apfel. Das hier ist schon stark Pfirsich. Starker Pfirsichgeschmack. Das geht. Allerdings ist es wirklich knallersüß. Ja, ein bisschen weniger Süße vielleicht. Ein ganz bisschen. Ist kein bisschen sauer oder so. Es ist wirklich süß. Schon so süß wie Pepsi Max, würde ich sagen. Aber vielleicht kommt mir das jetzt nur so vor, denn Pepsi Max ist extrem süß. Prost. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Und wer auf Pfirsich steht, der wird hier seine Freude haben. Es schmeckt nicht nach Grapefruit. Nee. Oder es ist eine Mischung, aber es... Wenn ich das jetzt im Blind-Tasting kosten würde, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist Pfirsich. Könnte ein Pfirsich-Eistee sein, aber schmeckt ein bisschen anders. Schmeckt einfach nur nach Pfirsich. Und das ist mir hier ein bisschen zu aufwendig. Deshalb werden wir das mal hier rausschlürfen. Aus dem großen Loch. Prost. Ja, da ist auch keine Kohlensäure drin. Das kann man runterschütten ohne Ende. Kein Problem, das Ding innerhalb von ein paar Sekunden auszutrinken. Ist auch nicht schwer so, ist halt nur halt Wasser ein bisschen süßlich. Ja. Warum ist da wieder so viel Zucker drin? Ist da extra Zucker drin? Fructose Sirup. Warum ist der da drin? Vielleicht macht das was vom Geschmack aus. Ich weiß nicht. Aber Zyklamat, das schmeckt immer ganz lecker. Okay, so, weiß ich jetzt nicht, ob die Mischung da das ausmacht. Aber überall, wo Zyklamat drin ist, das schmeckt eigentlich immer ganz lecker. Aber das Ding hier ist ein bisschen zu süß, etwas weniger. Prost. Würde nicht stören. Schmeckt trotzdem schön lecker nach. Sehr süßen Pfirsich. Da noch ein paar Eiswürfel rein.
Das wäre nice. Adelholzener. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe, könnt ihr das rückwärts sprechen. Prost. Wir wegrennen. Ja, bekommen locker noch nach oben. Ist ein bisschen teurer als die anderen. Dafür bekommt man eine stabile Flasche. Was ist noch so gut an der Flasche? Hier habe ich im Englischen vergessen. Ja, das Ding knarzt nicht. So wie die anderen Dinger. Das nervt immer, wenn ihr die irgendwo dabei habt und dann knarzen die Flaschen. Das ist hier gut. Das ist eine richtig stabile Plastikflasche. Okay. Auch dieser Saugmechanismus, da lässt sich sehr gut dran saugen. Daumen nach oben. Viel Glück zu sehen. Bis zum nächsten Video.